Cyril Akono, wieder in Lübeck. Die ersten Tage liegen hinter dir. Du hast dich sehr darauf gefreut, hier wieder beim VfB zu sein. Wie war es denn so? Wie ist die Stimmung in der Truppe und bei dir persönlich? Also ich habe vorher schon in den Gesprächen mit Sebastian ganz viel davon gehört, dass die Mannschaft einen riesen Zusammenhalt haben soll. Und das haben mir auch die Jungs, die ich kannte, gesagt, Marv und Bole. Und das ist wirklich so. Also ich habe selten in einer Mannschaft gespielt, die so, die sich so gut versteht. Und das habe ich jetzt letzten Tage auch in den Interviews gesagt. Ich glaube, das könnte auch unser größter Trumpf sein, dass wir einen riesigen Zusammenhalt haben. Und das war schon mal das Wichtigste. Und den Rest kannte ich ja schon vom letzten Mal. Und ist alles immer noch genauso schön wie damals. Ja, das war dann auch einer der wichtigsten Gründe, hast du schon gesagt, für dich hierher zu wechseln. Wechselst du das zweite Mal nach Lübeck. Das erste Mal war eine komplett andere Situation. Dass du trotzdem wiederkommst, zeigt ja, dass es positiven Eindruck hinterlassen hat bei dir beim ersten Mal. Woran lag es, obwohl es sportlich insgesamt damals nicht gut gelaufen ist? Ich glaube, ganz viel an dem Drumherum einfach. Also die Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Und auf dem Platz lief es damals nicht gut, aber alles andere war wirklich top hier. Und ich habe mich halt echt zu Hause gefühlt. Und als es dann für mich klar war, dass es in Dortmund nicht weitergeht, habe ich selber auch gesagt, wenn Lübeck hochgeht, dann will ich wieder zurück, weil das hier wie ein Zuhause damals schon für mich war. Und deswegen bin ich froh, dass es geklappt hat. Du bist dann auch super schnell angekommen. Irgendwie hast gefühlt die erste Wohnung wahrscheinlich gefunden, die du besichtigt hast, gleich genommen irgendwie. Du bist sofort hier zu Hause oder wie kann man sich das vorstellen? Auf jeden Fall. Also ich habe, wie du gesagt hast, direkt eine Wohnung gefunden in der Altstadt und das hat gar nicht lange gebraucht, um hier anzukommen. Wie gesagt, weil ich kenne viele Jungs und die ich noch nicht kannte, haben mich top aufgenommen und deswegen... Da gab es keine Eingewöhnungszeit, das hat alles direkt geklappt. Kommen wir mal zum Sportlichen ein bisschen. Die dritte Liga hast du die letzten Jahre ja jetzt auch intensiv erleben können. Was zeichnet diese Liga aus? Worauf dürfen sich Fans sich freuen, die diese Liga dann ja auch das erste Mal so richtig erleben dürfen? Und worauf wird es für euch als Mannschaft ankommen? Also was ich mitgenommen habe in den letzten Jahren und was man glaube ich auch in jedem Spiel sieht, hier werden ganz, ganz wenige Spiele ganz klar gewonnen in der Liga. Und die meisten Spiele sind hart umkämpft und oftmals gewinnt nicht die Mannschaft mit den besseren Einzelspielern, sondern einfach die Mannschaft mit dem besseren Zusammenhalt. Und habe ich ja gerade gesagt, das ist schon unser größter Trumpf, den wir haben. Und ich glaube, die Leute können sich hier auf spannende Spiele freuen, auf große Gegner. Und wenn wir so Gas geben, wie die Fans es machen werden, dann werden wir hier, glaube ich, ganz, ganz viele schöne Momente haben. Du sagtest schon, der größte Trumpf ist der Zusammenhalt, war es letztes Jahr ja auch schon ein ganz wichtiger Faktor. Wie pflegt man dann sowas in der Kabine und auf dem Platz, damit das so bleibt, auch jetzt mit nochmal neuen Neuzugängen? Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, welche Spieler du zur Verfügung hast und welche Spieler geholt werden. Und da achten Sebastian und der Trainer oder das Trainerteam auch drauf, glaube ich, welche Neuzugänge jetzt gekommen sind. Das sind alles Jungs, die sich direkt integriert haben. Und dann ist es einfach einfacher, zusammenzuspielen. Und es gehört immer dazu, dass man sich auch mal ein bisschen in die Haare bekommt. Das ist auch gut so. Aber dass man sich dann wieder die Hand gibt und danach weiß, dass man alle oder dass alle das gleiche Ziel haben, ist extrem wichtig und so habe ich das halt hier auch wahrgenommen, direkt. Nun geht es auf den Platz für dich drum, dir einen Platz, ich sag mal, in der Offensive zu erarbeiten. Wir haben noch neulich bei deiner Vorstellung schon mal kurz drüber gesprochen. Du bringst relativ viele Stärken mit. Wo siehst du dich dann am ehesten, was ist so deine Wunschrolle, die du in der Mannschaft einnehmen möchtest? Das hat sich jetzt in letzter Zeit auch bei mir oft geändert. Also ich habe in der Offensive eigentlich jetzt jede Position so gespielt. Klar, ich bin ausgebildeter Stürmer so und es gibt für mich nichts Besseres als Tore zu schießen. Das ist das schönste Gefühl für mich im Fußball und das ist das, weswegen ich auf dem Platz stehe. Und deswegen sehe ich mich auf jeden Fall schon im Zentrum. Und dann muss man halt gucken, wie es mit der Mannschaft klappt. Wenn ich woanders gebraucht werde, dann mache ich es genauso, aber ich bin natürlich Stürmer Nummer 9 und
möchte das natürlich auch so spielen, wie ich es kann. Aber du hast dir jetzt keine bestimmte Zielmarke gesetzt, so viele Tore sollen es sein oder sowas? Habe ich schon im Kopf, aber die verrate ich nicht. Ist gut so. Du hast das dann ja auch schon mit mehreren Mannschaften, wie gesagt, erlebt. Was glaubst du denn, was kann hier für dich nochmal positiver, anders sein, als es zuletzt in Dortmund war und vielleicht dann sogar positiver sein als davor in Verl, wo es für dich ja auch gut gelaufen ist? Ja, wie gesagt, in Verl ist gut gelaufen. Ich glaube, hier hast du, wie gesagt, nochmal den Vorteil mit den Fans, und der Verein ist einfach ein bisschen größer, wenn ich das so sagen kann. Und also besser als in Dortmund kann hier vieles für mich laufen. Ich glaube, das ist, habe ich jetzt in den ersten Tagen im Training schon gemerkt, dass ich mich hier gut integriert habe. Und es ist immer wichtig, dass die Mannschaft halt auch Bock auf dich hat und andersrum genauso. Und ich glaube, das ist hier der Fall. Ich habe unfassbar Lust auf die Jungs und die Jungs haben, glaube ich, auch Bock auf mich. Und deswegen bin ich komplett der Meinung, dass es eine gute Saison wird. Was macht denn so ein Cyril Akono, wenn er gerade nicht Fußball spielt, hier in Lübeck und überhaupt? In Lübeck kannst du auf jeden Fall mehr machen als in anderen Städten. Im Sommer werde ich auf jeden Fall ganz viel in Cafés sein. Werde leider manchmal auch was für die Uni machen müssen, die ich aber ein bisschen sehr schleifen lasse. Du studierst was? Psychologie an der Fernuni. Sonst sitze ich zu Hause am Klavier und lenke mich ein bisschen ab. Klavier ist auch ein schönes Stichwort. Flo Egerer spielt auch Klavier, hat uns letztes Jahr im Trainingslager eine coole Performance gegeben. Bist du auch wirklich gut? Ich würde schon sagen, ja, dass ich gut bin. Also wird man dann hoffentlich mal hören vielleicht, aber so selbstbewusst bin ich, dass ich sagen kann, ich kann gut spielen. Da sind wir mal gespannt, das werden wir sicherlich auch irgendwann dann mal versuchen, auch den Fans einmal irgendwie zu präsentieren. Möglicherweise ergibt sich ja auch die Chance für ein Duett oder hoffentlich, wie auch immer, das wäre schon ganz cool. So die Nähe zum Meer, hattest du auch schon gesagt, spielt irgendwie eine Rolle, du fühlst dich hier im Norden einfach wohl. Wusstest du das vorher, bevor du das erste Mal nach Lübeck gekommen bist, oder war das tatsächlich etwas, was du so mitgenommen hast? Das habe ich mitgenommen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber ich mag Leute, die halt eher direkt sind und sagen, wenn sie ein Problem mit mir haben oder andersrum, das ins Gesicht zu sagen. Und hier habe ich die Leute alle so wahrgenommen, dass wenn was nicht stimmt, dann kann man das sagen, dann sagt man das direkt und nicht viel drumherum. Und diese Ehrlichkeit und sowas, die hat mir so gut gefallen und deswegen, ja. Hast du in der Truppe den einen oder anderen schon, mit denen du viel unternimmst? Da entwickelt sich das erste Moment, oder hast du die Jungs, die damals schon da waren, mit denen du schon ein bisschen was machst? Ja, klar. Also Marv und Bole und Tommy kannte ich ja schon. Die letzten beiden haben aber, also Bole und Tommy haben ja Familie und sowas, die sind da ein bisschen eingespannter. Aber auch zum Beispiel Robin Kölle, ich kenne seinen Bruder ganz gut, mit dem war ich jetzt die ersten Tage viel unterwegs und da sind ganz viele andere Jungs, mit denen ich auch viel machen werde noch. Felix Trinkut zum Beispiel. Kann ich mir gut vorstellen, dass es gut harmonieren würde. Wie gesagt, ist eine Top-Mannschaft. Da kannst du fast mit jedem was machen. Oder mit jedem, ja. Und wie so oft beim Fußball, irgendwo hat man noch relativ viele schon mal gesehen. Genau. Und so ein paar Connections gibt es immer. Ja, ne? Man ist sich immer über den Weg gelaufen, ja. Jetzt, die Vorbereitung wird sicherlich ein bisschen hart, wie es immer so ist. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust in diesen Wochen, oder irgendwas, wo du für du sagst, oh Mann, muss ich irgendwie durch? Also am meisten auf jeden Fall, ich freue mich am meisten auf die Eistonne nach dem Training, das ist das Wichtigste. Und auf mein Bett, also in der Vorbereitung bin ich echt für nichts mehr zu haben eigentlich. Klar, aufs Training auch, ist halt manchmal sehr anstrengend. Wir hatten bis jetzt noch nicht die intensivsten Läufe, also darauf freue ich mich natürlich gar nicht. Die werden früher oder später kommen, aber da muss man auch irgendwie durch und das klappt schon. Genau, dann werdet ihr am Ende gut vorbereitet sein, denke ich, da werden Lukas und sein Team für sorgen. Lukas hast du ja als Co-Trainer schon kennengelernt damals, jetzt ist er Chef. Ist das irgendwie anders von der Herangehensweise? Für mich nicht, weil ich damals auch schon viel mit Lukas geredet habe über taktische Sachen und ich hatte ihn auch immer so in Erinnerung, dass er halt sehr, sehr akribisch arbeitet und die sehr viel mit an die Hand gibt. Und
einen klaren Plan hat. Und das ist jetzt als Cheftrainer genauso. Und deswegen, ich habe mich damals schon super mit ihm verstanden und war wie gesagt auch ein Grund, warum ich gekommen bin wieder. Und ja. Wunderbar, Arko. Dann danke erstmal für das Gespräch und dann gutes Gelingen in der Saison auf eine erfolgreiche Zeit hier beim VfB. Dankeschön.